Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Vor ein paar Jahren lernte ich bei einer Konferenz einen Mann kennen. Wir fühlten uns stark zueinander hingezogen. Ein paar Wochen vergingen, dann trafen wir uns für ein Wochenende in London. Er schrieb für das Wall Street Journal. Wir schlenderten durch die Stadt, verbrachten unsere Zeit in Cafés und Galerien und ich genoss unser intellektuelles Geplänkel. Er sprach über seinen Lieblingsroman oder ein Kunstwerk und ich stellte alles mit subtilem Sarkasmus in Frage. Ich fühlte mich wohl in meiner Haut und begann mir eine gemeinsame Zukunft vorzustellen. An unserem letzten Abend fragte ich ihn, wann er mich in Kopenhagen besuchen wolle. Schweigen. Dieser wunderbare Mann starrte einfach auf seine Schuhspitzen und meinte, ehrlich gesagt, wolle er mich nicht mehr treffen. Nie mehr. Ich sei ein zu zorniger Mensch, zu aggressiv. Ich war schockiert. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl gehabt, überaus charmant zu sein. Tatsächlich war ich einfach unerträglich gewesen. Ich habe oft das Gefühl, mit meiner Umwelt auf Kollisionskurs zu sein. Ich denke, wäre ich doch nur eine andere. Es ist, als sei meine Persönlichkeit gegen mich. Ich würde sie gerne ändern. Ich heiße Lone Frank. Ich bin Autorin und Journalistin und promovierte Neurobiologin. Ich glaube nicht an eine Seele. Oder vielmehr, ich glaube, dass das, was wir eine Seele nennen, reine Biologie ist. Der Ausgangspunkt ist unser Genom. Das spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir funktionieren und was in unserem Gehirn passiert. Wir Menschen sind komplexe biologische Maschinen und ich würde gern in den Mechanismus eingreifen. Durch Wissen über meinen inneren Zustand würde ich gerne eine Möglichkeit finden, mich zu ändern. Ich habe mich zu einer Reise entschlossen. Ich werde einige der renommiertesten Genetiker treffen, um einen Einblick in mein genetisches Erbe zu erhalten. Aber zunächst brauche ich einen Überblick darüber, wer ich bin. Ich verwende das gängigste wissenschaftliche Werkzeug, das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell. Dieser Test misst Aspekte und Dimensionen unserer Persönlichkeit. Ich beantworte 200 Fragen zu mir über das Internet und treffe mich dann mit einem Psychologen, der mir das Ergebnis erläutert. Die Persönlichkeit aller Menschen kann mit Hilfe von 5 Dimensionen beschrieben werden. Die erste betrifft die Emotionalität. Der Einfluss der negativen Gefühle ist bei Ihnen sehr ausgeprägt. Was sagen Sie dazu? Das war mir schon bewusst. Wenn mir irgendetwas an mir auffällt, dann genau das, dass ich mich auf Negatives fokussiere. Bei der Dimension Extraversion ist Ihr Wert sehr niedrig. Menschen, die am oberen Ende der Skala liegen, sind gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich habe eher das Gefühl, dass mich andere Menschen Energie kosten. Das stimmt also überein. Ja, ich mag Menschen nicht so sehr. Vor allem, wenn sie mir auf die Pelle rücken. Die nächste Dimension ist Offenheit für Erfahrungen. Da liegen sie extrem niedrig. Hier geht es darum, wie sie anderen Menschen begegnen. Menschen mit einer hohen Punktzahl gehen auf andere Menschen zu und solche mit niedriger Punktzahl gehen anderen aus dem Weg. Sie haben ja gesagt, dass Ihnen das nicht fremd ist. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ganz am unteren Ende liege. Andere werden Sie nicht unbedingt als ausgesprochen unfreundlich wahrnehmen. Ich glaube schon, manche haben das Gefühl, oh, die ist nicht sehr nett.
Wie ist das für Sie, wenn das jetzt so schwarz auf weiß vor Ihnen liegt, wenn Sie von außen drauf schauen? Also, das sieht ja eigentlich nicht sonderlich erfreulich aus. Es spiegelt recht negative Erwartungen an das Leben und die Welt als solche. Und eine sehr kritische Herangehensweise an die Dinge. Ich vermute, daher kommt auch das Gefühl, eine solche Last auf den Schultern zu tragen. Oh, die Welt ist aus den Angeln. Das Leben ist einfach hart. Ist das so? Ja, manchmal geht es mir durchaus so. Es ist wie durch Sirup schwimmen zu wollen. Es ist einfach schwer. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter depressiv. Ich wuchs auf mit Geschichten über Urgroßväter und entfernte Onkel, die sich umgebracht hatten. Und ich kämpfe selbst gegen die Finsternis. Aber wie viel davon ist genetisch bedingt? Wie viel von dem, was ich heute bin, war schon von Anfang an angelegt? Ist unser Leben im Prinzip von Geburt an vorbestimmt, aufgrund der Art und Weise, wie wir zusammengesetzt sind? Wie viel können wir selbst entscheiden und verändern? Wie können wir dieses Ding namens Vererbung verstehen? Unsere DNA ist ein kleines Alphabet mit nur 4 Buchstaben. A, T, G und C. Man könnte sagen, dass Menschen aus Informationen gemacht sind. Einem Strang aus Buchstaben. Sie formen Sätze. Und diese Sätze sind unsere Gene. Ich stelle sie mir wie Sätze in einem Buch vor. Eine Art innerer Bauplan. Dieses Buch beschreibt unsere Möglichkeiten. Ich habe ganze Kapitel in meinem Buch gelesen. Jeder hat heute leichten Zugang zu Gentests. Ich habe eine Speichelprobe in ein Labor nach Island geschickt, das die wichtigsten der 25.000 Gene in jeder meiner Zellen identifiziert hat. Wenn du dich mit deinem Genmaterial beschäftigst, wirst du herausfinden, dass die Sätze in deinem genetischen Buch verraten, warum du so aussiehst, wie du aussiehst und welche Krankheiten du wahrscheinlich bekommen wirst. Aber können sie auch Hinweise darauf geben, was sich in deinem Kopf abspielt? Wer du als Person bist? Oder was du werden kannst? Ich sehe die Welt durch ziemlich dunkle Brillengläser. Da passt es irgendwie, dass ich ausgerechnet im trüben Newcastle einen Verhaltenswissenschaftler treffe. Daniel Nettle ist Psychologe und interessiert sich für die Mechanismen hinter der Persönlichkeit und dafür, warum wir so werden, wie wir sind. Ich habe hier den Persönlichkeitstest nach dem 5-Faktoren-Modell. Wenn Sie das sehen, welche Art Mensch sehen Sie da? Give me a second. Ich sehe keinen sehr geselligen Menschen, aber eine sehr kreative Person, potenziell. Ich sehe jemanden mit gelegentlichen Schlafstörungen, der aber jede Menge interessante Sachen macht. Aber all das wissen Sie ja bereits, denn das basiert ja auf dem, was Sie über sich selbst sagen. Aber was ist Persönlichkeit? Das ist ein ziemlich wolkiger Begriff. Es gibt Menschen, von denen wissen Sie genau, wie sie reagieren. Angenommen, Sie gehen hinter ein paar Freunden her und machen ein lautes Geräusch. Manche erschrecken sich zu Tode, andere fragen nur, warum hast du das gemacht? Es scheint also einen grundlegenden Unterschied im Nervensystem der Menschen zu geben. Dementsprechend reagieren sie. Erschrecken sie sich leicht oder ist es schwierig, sie zu erschrecken? Das zieht sich durchs ganze Leben. Wenn sie als Kind schreckhaft waren, werden sie auch als Erwachsener leicht zu erschrecken sein. Ich habe viel über Glücksempfinden geforscht. Dabei stellte sich heraus, wie glücklich 40-Jährige sein werden, hängt nicht davon ab, wie viel sie verdienen, wie schön ihre Frauen sind oder wie erfolgreich sie sind, sondern wie glücklich sie mit 15 waren. Das ist erstaunlich. Es ist eine schreckliche Erkenntnis. Aber es gibt diese Kontinuität im Leben der Menschen. Ängstliche Kinder werden ängstliche Erwachsene. Lächelnde Kinder werden glückliche Erwachsene. Solche Dinge verändern sich nicht. Viele Leute haben das Gefühl, und vielleicht ist das eine Illusion, sie könnten ihre Persönlichkeit verändern.
Sie können ihr Leben verändern. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Persönlichkeit oder mein Leben verändere. Leute, die Probleme mit Angst oder Traurigkeit haben, können eine Menge tun. Aber sie bleiben Menschen, die dafür prädestiniert sind, ängstlich zu reagieren. Sie können aber verändern, wie sehr es sie beeinflusst. Sie sagen, wir können unsere Lebensweise verändern, nicht aber unsere Persönlichkeit. Die bleibt sehr stabil im Verlauf unseres Lebens. Ja. Sind Sie ein glücklicherer Mensch, nachdem Sie sich eingehend mit dem Thema Persönlichkeit befasst haben und diese Dinge verstehen? Ich habe mich lange mit der Frage gequält, warum ich nicht die Art von Wissenschaftler bin, der im Labor dasselbe Experiment immer wieder durchführt, bis es perfekt ist. Das ist einfach nicht meine Art. Andere Leute machen es so. Wenn sie akzeptieren können, dass ihre Stärken nicht dieselben sind wie die anderer Leute, wenn sie, statt sich zu quälen, einfach sagen, ich bin nun mal so, dann ist das sehr befreiend. Wir sind, wer wir sind. Aber das erscheint manchen ziemlich verrückt. Bis zum zweiten Kind. Dann heißt es oft, dieses Kind unterscheidet sich vom ersten wie ein Marsmensch von einem Erdenbewohner. Sie sind total unterschiedlich, sie reagieren unterschiedlich. Ich verhalte mich ihnen gegenüber unterschiedlich, weil sie unterschiedlich sind. Man muss daraus schließen, dass das Vermischen genetischen Materials eine sehr mächtige Angelegenheit ist. Ich habe dann gedacht, wie ich mit 15 war. Mit mir war es kein Spaß. Ich war ein schrecklicher Teenager. Es war echt schwer, mit mir auszukommen. Daniel Nettle sagte ja, Sie sind offenbar kein geselliger Mensch. Das stimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass ich mich sehr verändert habe, seit ich 15 war. Daniel Nettle sagt, ich solle mich einfach so akzeptieren, wie ich bin und das mit dem Verändern vergessen. Für mich klingt das nach altmodischem Schicksal. Ich habe das Gefühl, das kann doch nicht alles sein, dass ich einfach die finsteren Seiten akzeptieren muss, mit denen ich kämpfe. Ich will verstehen, was mich geformt hat. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich mich fast nie an die frühen Jahre, als Kindergartenkind, geliebt und umsorgt von Eltern und Großeltern, mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft spielend. Diese ganze warme und sichere Mittelschichtexistenz. Nein, für mich kristallisiert sich die Kindheit um die Katastrophe, die später eintraf. Eine Zeit, aus der ich keine Bilder habe, weil niemand den Wunsch verspürte, sie festzuhalten. Mein Vater war ein schwerer Trinker. Und als ich 12 war, durchliefen meine Eltern eine hässliche Scheidung. Die Familie wurde auseinandergerissen. Nicht lange danach wurde bei meiner Mutter Krebs festgestellt. Noch während ich auf dem Gymnasium war, starb sie. Das assoziiere ich mit meiner Kindheit. Ich habe das Gefühl, das muss mich geformt haben. In London besuche ich den Psychologen Robert Plowman, der an genetisch identischen eineigen Zwillingen untersucht hat, ob das familiäre Umfeld die Entwicklung unserer Persönlichkeit beeinflusst. Wie sehr beeinflusst die Erziehung unserer Eltern unsere Persönlichkeit als Erwachsene? Es ist naheliegend zu denken, dass die Erziehung wichtig ist. Kinder wachsen bei ihren Eltern auf, die großen Einfluss auf sie haben. An meinem Vater war mir aufgefallen, dass er sehr aufbrausend werden konnte. Normalerweise war er ein vernünftiger Mensch. Aber wenn er wütend wurde, rastete er aus. Den Hang dazu erkenne ich auch bei mir. Es ist also naheliegend anzunehmen, dass ich seine schlechte Angewohnheit, mit schwierigen Situationen umzugehen, imitiere. Die gesamte Psychologie geht davon aus, dass Verhaltensweisen in Familien im Wesentlichen durch das Umfeld geprägt werden. Wie diese Anfälligkeit für Zorn oder Geisteskrankheiten oder kognitive Fähigkeiten oder Persönlichkeiten. Aber bei unseren genetischen Studien stießen wir auf einen großen Einfluss der Gene. In den 70er Jahren erschien dieses Buch von John Lowlin. Es ist völlig zerfleddert, weil es keine Neuauflage gibt. Es heißt
Erbgut, Umwelt und Persönlichkeit. Eine Studie mit 850 Zwillingspaaren. Das war das erste Mal, dass jemand diese Dinge miteinander in Verbindung gesetzt und gesagt hat, die genetische Veranlagung ist so stark, dass sie tatsächlich für Familienähnlichkeiten verantwortlich ist. Lolin sagte, es sieht so aus, als sei alleine die Veranlagung für familiäre Ähnlichkeiten verantwortlich. Er sagte als erster, so verrückt das klingt, wichtig müssen Umwelteinflüsse sein, denen das einzelne Individuum ausgesetzt ist. Nicht solche, die Kinder teilen, die in derselben Familie aufwachsen. Als ich 7,5 war, kam mein Bruder zur Welt. Die Hälfte unserer Gene ist gleich und von außen betrachtet sind wir uns sehr ähnlich. Aber alle haben immer gesagt, wie unterschiedlich wir doch seien. Ich habe mich als schüchternes, zurückgezogenes und düsteres Kind in Erinnerung. Gut, ich lächle auf Schnappschüssen. Aber das tun wir ja alle. Im Gegensatz dazu war mein Bruder ein kleines, quirliges Kind, das immer die Aufmerksamkeit anderer Leute genoss. Das widerspricht sehr der Intuition. Nach Freud werden wir im Wesentlichen von unseren Eltern geformt. Was kann beweisen, dass sie keinen so großen Einfluss haben? Eineiige Zwillinge, die getrennt voneinander aufwachsen, eignen sich hervorragend, um dem Einfluss der Gene auf die Spur zu kommen. Also genetisch identische Menschen, die in unkorrelierten Umgebungen aufwachsen. Demgegenüber stehen adoptierte Kinder, die im selben Haushalt aufwachsen, also zwei genetisch nicht verwandte Kinder, die in derselben Familie groß werden. In dem Ausmaß, in dem ein Aufwachsen in derselben Familie Ähnlichkeiten schafft, sollten sie sich ähneln. Aber adoptierte Geschwister haben null Gemeinsamkeiten. Sie ähneln sich überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass die Familie keinen Einfluss hat. Es bedeutet nur, dass die Persönlichkeit der Eltern keinen Einfluss auf die Persönlichkeit hat, zu denen die Kinder durch Einflüsse der Umwelt werden. Dieses Verhältnis ist genetisch bedingt. Aber ihre Eltern haben eine Menge damit zu tun, wenn es darum geht, wie glücklich sie sind und was ihnen zur Verfügung steht, um ihre genetische Veranlagung zu entwickeln. Ich finde es unglaublich interessant, darüber nachzudenken. Die einzige Umgebung, die keinen Einfluss auf deine Persönlichkeit zu haben scheint, auf deine psychologische Grundausstattung, ist die Umgebung, von der du glaubst, dass sie die größte Bedeutung hat. Das Umfeld zu Hause, Mutter und Vater. Es widerspricht jeglicher Intuition, ist eigentlich unmöglich. Aber wie Plomin sagte, schau dir Kinder an, kleine Kinder, das geht sogar schon bei Föten. Dann erkennst du, dass sie unterschiedlich und charakteristisch auf Reize reagieren. Wir besitzen also eine Persönlichkeit und die wird schon sehr früh festgelegt. Wenn uns Gene stärker formen als unsere Eltern, wie Robert Plomin sagt, dann will ich mehr darüber erfahren. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Ich verabrede ein Treffen an der Duke University in North Carolina mit einem Experten, dessen Forschung die Grenzen verschiebt. Während meiner Reise über den Atlantik vertiefe ich mich in die ersten Studien, die aufzeigten, wie Gene und Umwelt zusammenwirken. Wir kennen eine Handvoll Gene, die im Gehirn aktiv sind und fundamentalen Einfluss auf unsere Psyche und Persönlichkeit haben. Zwei dieser Gene heißen MAOA und CERT. Es gibt sie in einer robusten und einer sensiblen Variante, die sich unterschiedlich auf die chemischen Abläufe im Gehirn auswirken. Die Psychologen Terry Moffitt und Avshalom Kaspi haben diese Varianten vor gut 10 Jahren untersucht und damit einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt. Sie haben entdeckt, dass die Kombination aus Genvarianten und Kindheitserfahrungen ausschlaggebend für das Verhalten als Erwachsene war.
Eine sensible Variante des MAOA-Gens und eine traumatische Kindheit führten zu einem höheren Risiko für Aggression und sogar Kriminalität. Eine sensible Variante des SERT-Gens und ein Kindheitstrauma führten demgegenüber zu einem erhöhten Risiko für Depressionen. Es sind also nicht nur die Gene oder Kindheitstraumata allein, die unsere Entwicklung bestimmen. Alles hängt davon ab, wie unser persönlicher Cocktail aus Genen und Umwelt gemixt ist. Mein eigenes kleines Genexperiment hat mir leider gezeigt, ich habe nur Risikovarianten. Keinerlei Widerstandskraft. Sozusagen eine absolute Niete in der Genlotterie. Sollte ich mich jetzt selbst als eine totale Katastrophe betrachten? Als jemand, der verhätschelt und in Watte gepackt werden muss? Ich muss den Zusammenhang verstehen zwischen dem, was diese Gene in meinem Gehirn machen und welchen Einfluss das darauf hat, wie ich die Welt wahrnehme. Ahmad Hariri hat untersucht, wie man von der reinen Kenntnis der Gene das tatsächlich empfundene Lebensgefühl erschließt. Einfach gesagt beschäftigt sich unsere Forschung damit, individuelle Unterschiede zu verstehen. Warum reagieren zwei Menschen, die dasselbe erleben, höchst unterschiedlich darauf? Und welcher Aspekt unserer Biologie ist verantwortlich für diese individuellen Unterschiede, die wir alle an uns beobachten? Zwei Geschwister können sehr unterschiedlich auf den Tod eines Elternteils reagieren. Ein Geschwisterteil kann resilient, also widerstandsfähig sein, die Beerdigung planen und allen anderen beim Trauern helfen, während das andere Geschwisterteil schier zusammenbricht. Woher kommt das? Sie machen dieselbe Erfahrung, den Tod ihrer Mutter oder ihres Vaters, zeigen aber eine komplett unterschiedliche, fast gegensätzliche Reaktion. Und das von zwei Individuen, die genetisch eng miteinander verwandt sind. Aber sie sind nicht genetisch identisch. Genetische Unterschiede können die Informationsverarbeitung im Gehirn beeinflussen und infolgedessen auch, ob jemand stressresistent ist oder nicht. Ich weiß noch, als unsere Mutter starb, brach ich völlig zusammen. Lange Zeit konnte ich nicht funktionieren. Aber mein Bruder schien gut damit fertig zu werden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er so viel jünger war oder ob er einfach robuster ist. Aber noch heute gehört er zu den Leuten, die mit jeder Form von Stress klarkommen. Das krasse Gegenteil von mir. Es gibt eine Struktur im Gehirn, die Amygdala heißt. Jedes Tier mit einer Wirbelsäule hat eine. Und bei all diesen Tieren übernimmt sie dieselbe Aufgabe. Bei der Eidechse genauso wie beim Vogel, Affen oder beim Menschen. Eine der Hauptaufgaben der Amygdala ist die Verarbeitung von Bedrohung. Sie lässt uns wissen, wann uns etwas schaden könnte. Wir brauchen Stress. Der ist unabdingbar für das Überleben jeder Spezies. Ohne Stress wären wir schon vor Ewigkeiten ausgestorben, weil uns dann nichts beunruhigt, nichts mobilisiert. Wir laufen dann einfach blind durch die Gegend und zack, schon hat uns der Löwe. Das wollen wir nicht. Aber Stress muss auch reguliert werden. Wir brauchen eine Stressantwort, aber wenn wir eine konkrete Stresssituation gemeistert haben, müssen wir in der Lage sein, den Stress abzubauen, um diese Stressantwort einzudämmen. Und das geschieht in einem anderen Hirnareal? Genau. Der Amygdala ist egal, was danach passiert. Ich sage immer, sie ist wie ein Wachhund. Wenn wir zu Hause im Bett liegen und unser Hund fängt an, laut zu bellen, dann nimmt die Amygdala, wie der Hund, etwas wahr. Vor dem Haus ist irgendwas. Das gefällt mir nicht. Es ist anders. Es ist merkwürdig. Ich lasse meinem Besitzer wissen, dass ich nicht froh bin. Der Besitzer in unserem Gehirn ist der präfrontale Kortex. Das ist der Sitz unserer ziemlich einzigartigen menschlichen Fähigkeiten, etwas zu erschaffen, vorherzusagen, Muster in unserer Welt zu erkennen und, in unserem Beispiel, sehr sorgfältig unser Verhalten zu kontrollieren. Er ist also der Geschäftsführer. Genau.
Der Hund bellt. Gut, dass ich wach bin. Ich stehe jetzt mal auf und sehe nach, was hier nicht stimmt. Ich schaue aus dem Fenster und stelle fest, es ist nur eine Gruppe Jugendlicher, die vorbeigeht und laut ist. Es ist meine Aufgabe als Besitzer, als der verantwortliche Teil, meinem Hund zu sagen, alles okay, lass uns wieder schlafen gehen. Tue ich das nicht, wird der Hund weiter und weiter und weiter bellen. Genau das ist das Problem, das im Gehirn bei einer Angststörung entsteht. In einem gewissen Ausmaß auch bei einer Depression. Wenn wir uns eine depressive Person vorstellen, denken wir an jemanden, der von der Welt abgeschottet ist, der sich zurückgezogen hat, mit einem mehr nach innen gerichteten Fokus. Das ist in vielerlei Hinsicht die Konsequenz aus überreaktivem Verhalten. Man wurde bombardiert von Reizen und einer exzessiven Reaktion der Amygdala ohne eine angemessene präfrontale Kontrolle. Und dann bricht das System zusammen. Ich kann mir meine eigene Amygdala leicht als einen knurrenden Schäferhund vorstellen, der nach meinen Fersen schnappt. Stress ist wie eine Wolke, die permanent über meinem Kopf schwebt. Es ist, als könnten sich alle anderen entspannen und das Leben genießen, während ich wie eine eng aufgewickelte Spiralfeder bin. Die Gene haben also einen direkten Einfluss darauf, wie angespannt meine Persönlichkeit ist? Ja. Es ist unsere genetische Veranlagung, die uns zu verstehen hilft, wie groß und laut der Hund ist. Und Gene beeinflussen auch, in welchem Ausmaß der präfrontale Kortex die Amygdala reguliert. Also, sind Sie ein guter oder ein schlechter Besitzer? Eine dieser Varianten ist ein Gen namens COMT. COMT trägt zur Dopaminübertragung bei, und zwar ausschließlich im präfrontalen Kortex. Es gibt zwei verbreitete Versionen. Die eine nennen wir VAL und die andere MET. Das bedeutet, dass ein Mensch mit einem MET-Allel, sagen wir mal, Sie seien MET-MET. Das bin ich. Dann haben Sie relativ viel Dopamin im präfrontalen Kortex. Das bedeutet, wenn Ihnen eine Aufgabe gestellt wird, sind Sie sehr darauf konzentriert. Sie sind darauf fokussiert, die Aufgabe zu erledigen. Das Problem ist etwas, das wir Perseveration oder Haftenbleiben nennen. Das heißt, obwohl Sie den Hund beruhigt haben und die Leute am Haus vorbei sind, obwohl alles ruhig und sicher ist, gehen Sie ins Bett zurück und denken unentwegt darüber nach. Rumination. Ja, Sie grübeln und grübeln. Sie denken, oh Mann, der Hund hat gebellt, das hat mir solche Angst gemacht. Was hatten denn die Leute da zu suchen? Und bis morgens um 8 denken Sie darüber nach. Das kommt mir bekannt vor. Sie können sich vorstellen, dass das ein sehr gefährliches Denkmuster ist. Rumination und Perseveration sind Kernsymptome einer Depression. Ich weiß, dass wir Menschen nur biologische Maschinen sind. Aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, dieses abstrakte Wissen mit etwas in Verbindung setzen zu können, das tief im Körper empfunden werden kann. Die chemischen Mechanismen, von denen Amat Hariri spricht, stimmen perfekt mit dem überein, wie ich die Welt erlebe, wie ich sie sehe, wie ich empfinde. Rumination oder Grübeln ist mir sehr vertraut. Bereits eine hingeworfene Bemerkung eines Freundes kann das auslösen, kann mich morgens um 4 aus dem Schlaf reißen und mich dann krampfhaft darüber nachdenken lassen, was hat er damit gemeint? Ich bin die Art Mensch, die sich über alles Sorgen macht. Bin ich gut in meinem Job? Ist es überhaupt der richtige Job für mich? Werde ich es jemals zu etwas bringen? Das passt zu dem, was man über das COMT-Gen herausgefunden hat. Wissenschaftler bezeichnen Leute wie mich, die zwei Kopien der MET-Variante in sich tragen, als Warriors, als Leute, die sich ständig sorgen. Im Gegensatz zu den Warriors, den Kriegern, die zwei Kopien der Wahlvariante in sich tragen. Warriors handeln und reagieren. Wir Warriors hingegen grübeln. Mit diesem genetischen Hintergrundwissen, kann ich irgendetwas dagegen tun? Ich bin zum Beispiel Trägerin aller sogenannten Risikoallele und habe auch Persönlichkeitsprobleme. Also, ich bin hochgradig neurotisch und besitze eine sehr geringe soziale Verträglichkeit.
Wenn die Leute mich fragen, und was machen wir jetzt? Erwarten die meisten wohl von mir, dass ich sage, wir entwickeln ein Medikament dafür. Aber wir haben ja bereits Werkzeuge, um durch unser Verhalten das Gehirn umzutrainieren. Vor unserem jeweiligen genetischen Hintergrund können wir verschiedene Verhaltensstrategien anwenden. Die Idee ist, durch systematisches Umtrainieren den Wachhund zu beruhigen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere verfolgt mehr einen Top-Down-Ansatz, das heißt, den präfrontalen Kortex umzutrainieren, damit er flexibler wird. Das ist eher eine bewusste Entscheidung, das Gute in den Vordergrund zu rücken. Aber was würden Sie als MedMed-Träger tun? Ich würde wahrscheinlich beides kombinieren. Wissen Sie, was in dem Fall helfen könnte? Schenken Sie sich abends einen starken Drink ein. Ich trinke tatsächlich jeden Tag 2 Gläser Rotwein. Das mache ich für mein Herz. Aber jetzt kann ich sagen, ich tue es für meinen präfrontalen Kortex. Es klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber jemand wie Sie muss abschalten. Einfach aufhören zu denken. Und eine der besten Möglichkeiten, die Effizienz des präfrontalen Kortex zu reduzieren, ist Alkohol. Toll. Machen Sie Ihre Übungen zum Umtrainieren und trinken Sie weiterhin jeden Tag 2 Gläser Wein. Dann sollte es Ihnen gut gehen. Mein Treffen mit Ahmad Hariri ist bislang der Höhepunkt meiner Reise. Er sagt mir, dass ich etwas tun kann. Kennen wir unsere Gene, sagt das etwas über unser Gehirn aus. Und das Gehirn können wir formen. Es ist plastisch, es kann verändert werden. Vielleicht gibt es also Möglichkeiten, sogar für jemanden mit meiner empfindlichen Ausstattung. Aber was, wenn man ein wirklich hartes Los gezogen hat, biologisch gesehen? Welche Sorte von Mensch wird man mit der schlimmstmöglichen Kombination aus Genen und Gehirnaktivität? Von North Carolina bin ich nach Albany, New York gefahren, um einen Mann zu treffen, der Jahre damit zugebracht hat, sich die Gehirnscans von Kriminellen anzusehen. Von Schwerstkriminellen. James Fallon untersucht, was sich im Innern von Massenmördern abspielt. Nachdem ich mir etwa 20 dieser Hirnscans angesehen hatte, fiel mir auf, dass zwar eventuell unterschiedliche Teile des Gehirns beeinträchtigt waren, aber alle hatten ein gemeinsames Muster: sehr niedrige Aktivität im unteren Frontallappen und in der Amygdala, dem Temporallappen. Also in den Arealen des Gehirns, die Freude, Gewalt und so weiter kontrollieren. Das S, die Amygdala, arbeitete kaum. Aber auch das Areal, das für die Kontrolle bestimmten Verhaltens zuständig ist, für Ethik und Moral, war ausgeschaltet. Bei diesen Menschen war das Gehirnareal ausgeschaltet, das signalisiert, ich glaube, das wäre falsch. Ich saß in meinem Büro und hatte diesen Stapel Aufnahmen vor mir. Jede Menge Mörder. Ein paar Mörder aus Affekt, ein paar psychopathische Mörder und ein paar waren normal. Da klopfte es an der Tür. Dave kam herein, unser Cheftechniker. Ich habe hier die Aufnahmen Ihrer Familienmitglieder. Ich sagte, legen Sie sie einfach hin. Ich blätterte sie nur kurz durch. Ich habe das lang genug gemacht, um sehr schnell zu erkennen, ob etwas auffällig ist. Also das erste ganz normal, das zweite, das dritte. Es sah alles sehr gut aus, das vierte. Aber das Bild am Ende des Stapels sprang mich förmlich an. Ich sagte, das ist ein psychopathischer Mörder oder zumindest ein Psychopath. Man kann auf einem Scan nicht erkennen, ob jemand ein Mörder ist, aber es gibt Hinweise. Das musste im falschen Stapel liegen. Es sah aus wie die Scans von all den Mördern im anderen Stapel. Also rief ich Dave, Sie müssen mir helfen, Sie haben die Stapel verwechselt. Ich ließ ihn das also überprüfen. Er kam zurück. Nein, es ist eines Ihrer Familienmitglieder. Ich sagte, okay, dann müssen wir herausfinden, wer es ist. Wir entfernten den Code und dann stand da James H. Fallon. Ich war es selbst. Ich lachte direkt los.
Es hat mich umgehauen, aber nicht beunruhigt. Ich wusste ja, dass ich niemanden umgebracht oder etwas wirklich Schlimmes getan hatte. Ich war einfach ein gewöhnlicher kleiner Schuft. Haben Sie sich nicht gefragt, warum bin ich mit diesem Gehirnmuster kein Mörder, sondern ein ganz anständiger Mensch? Ja, das hat eine jahrelange Suche ausgelöst. James Fallon und ich sind hinter demselben Phänomen her. Wir wollen verstehen, was sich auf molekularer Ebene in uns abspielt. Seine Gesellschaft ist unglaublich wohltuend. Er ist lustig, er geht auf jeden zu. Selbst eine Schnecke wie ich wird aus ihrem Haus gelockt. Ich bin zu einer Grillparty mit Fallons drei Brüdern in Saratoga Springs eingeladen. Hier bin ich von einer Familie umgeben, die herzliche Beziehungen untereinander pflegt. Dadurch wird mir bewusst, dass ich so gut wie keine habe. Wie merkwürdig ist doch diese biologische Verbindung. Die Brüder sind sehr unterschiedlich, haben aber auch große Gemeinsamkeiten. Ihre große Energie, ihre Extrovertiertheit und das Bedürfnis, das Leben zu spüren. Wir machen öfter Grillpartys, Familienfeiern. Meine Mutter liebt das, weil sie immer Partys hier im Haus hatte. Einmal fragte sie mich mit einem Funkeln in den Augen, hast du das Buch über die Familie deines Vaters gesehen? Es heißt Killed Strangely und ist die Geschichte der Familie Cornell. Mein Großvater war Harry Cornell Fallon. Mein Cousin da hinten heißt Cornell. Das ist der Familienzweig der Cornells. Das war eine britische Familie. Ich blätterte das Buch durch, im ersten Fall ein Matrizid. Die Tötung einer Mutter durch ihren Sohn, begangen durch meinen Urgroßvater. Das Buch geht zurück bis ins Jahr 1675. Insgesamt ergibt sich da eine ganze Reihe von Mördern, alle aus demselben Familienzweig. Mörder jenseits der jeweils herrschenden kulturellen Norm. Wir haben also all diese Mörder. Es gibt jetzt vier Linien unserer Familie auf dieser Seite. Dann sah ich mir ein paar genetische Kombinationen an, die dafür verantwortlich sein könnten. Was könnte diese Areale ausschalten? Dabei fiel mir unter anderem eine bestimmte Gruppe Serotonin-Rezeptoren auf. Sie schalten diese Areale ein und aus. Ich kannte die niederländische Studie von Hahn Brunner aus dem Jahr 1992. Da beschreibt er eine Familie, in der die Männer alle das MAOA-Gen hatten. Sie waren alle kriminell und sehr gewalttätig. Deshalb wurde das MAOA-Gen auch Aggressionsgen genannt. Ja, oder Kriegergen. Caspi entdeckte 2002, dass nicht das Gen allein dafür verantwortlich ist, sondern wie es mit starker, früher Misshandlung interagiert. Das heißt, es gibt einen Gensatz, der im Laufe der Entwicklung dieses Areal abschaltet. Ist man Träger dieser Gene, verändert sich die Größe dieses Areals, die Amygdala, vor allem bei Jungs. James Fallon ist davon überzeugt, dass ihn seine verständnisvolle Mutter und die Sicherheit, in der er zu Hause aufgewachsen ist, davor bewahrt haben, auf die dunkle Seite zu wechseln. In gewisser Weise ergibt das einen Sinn. Gene und Umwelt sind in einer speziellen Choreografie aneinander gekettet. Denken Sie an unser genetisches Buch. Es ist eine Frage, wie es interpretiert wird. Manche Sätze werden gelesen, andere übersprungen. Das heißt, nur manche Gene sind aktiv. Die Art Ihrer Lebensführung wird daher ausschlaggebend dafür, welche Gene in Ihren Zellen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Meine Empathie ist allen gegenüber gleich stark. Ich empfinde nicht mehr oder weniger Empathie für Menschen, die mir nahestehen. Wenn ich ein Kind sehe, das Schmerzen hat, nimmt mich das mit. Bei einem Menschen, der mir nahesteht, empfinde ich da nicht stärker. Ich lebe auf emotionalem Flachland, aber das liegt hoch genug, dass mir bewusst ist, dass ich Gutes tun muss und gute Arbeit leisten muss. Ich tue auch Dinge für andere, aber für Fremde genauso wie für meine Schwester. Meine Gene haben also an einer Stelle eine Art Lobotomie durchgeführt. Der obere Teil meines Gehirns, der Denkende, arbeitet besser. Er wird nicht durch die Funktion dieses präfrontalen Kortex beeinträchtigt. Das ist von großem Vorteil für mich. Ich kann hochfunktionelle Arbeiten erledigen und werde nicht durch Tragödien ausgebremst.
Bei James Fallon wurde eine prosoziale Psychopathie diagnostiziert. Er ist ein freundlicher Psychopath. Damit kann er offenbar leben. Er scheint seine Natur akzeptiert zu haben. Sowohl die Vorteile als auch die Nachteile. Ich überlege, ob ich eine Art Akzeptanz entwickeln kann. Ob ich mich mit dem Ballast versöhnen kann, den ich mit mir herumschleppe? It's so funny. Es ist lustig. Wenn ich hier sitze, habe ich fast das Gefühl, mit meinem Vater zu plaudern. Er starb vor ein paar Jahren. Manche würden sagen, er hatte psychopathische Züge. Ich würde sagen, er war der Mensch, den ich am meisten auf der Welt liebte. Er war großartig. Er hat mich aufgezogen. Er war das Fundament in meinem Leben. Er hielt mich für die Größte. Aber andererseits ließ ihn alles kalt. Für mich, dachte er, müsse es schlimm sein. Und er fragte, warum machst du dir um alles solche Sorgen? Es ist doch nicht so wichtig. Aber das kann man nicht einfach abstellen. Und doch, vielleicht gibt es einen Weg, all das abzustellen. Deshalb bin ich auf diese genetische Reise gegangen, um Informationen zu erhalten, die mir dabei helfen, mich zu ändern. An meiner Stelle, was würden Sie mit diesen Informationen anfangen? Denken Sie einfach daran, dass Sie hier sitzen. Zum Teil hat sie dieser Schmerz hierher geführt. Ja. Vermutlich. Was treibt sie an? Was lässt sie handeln, wie sie handeln? Schauen Sie sich Künstler an. Es gibt so viele kreative Menschen mit Depressionen, normalerweise bipolar. Sie tauchen in dieses fürchterlich tiefe Wasser ein, wo niemand hin will. Sie produzieren nichts, aber wenn sie wieder auftauchen, halten sie etwas Wunderbares in der Hand. Für mich ist das ein Geschenk. James Fallon sagt, ich müsse mein Leben anders sehen. Was ich als Schwäche betrachte, kann auch eine Stärke sein. Aber er hat leicht reden. Der Mann ist ein freundlicher Psychopath. Ihm wurden im genetischen Spiel keine sensiblen, fragilen Karten zugeteilt. Ich empfinde all meine Risikofaktoren als Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Der amerikanische Psychologe Jay Belsky betrachtet genetische Sensibilität aus einem neuen Blickwinkel. Ich erfahre, dass er auf einer Konferenz in Zürich sein wird. Auf meiner Heimreise lege ich einen letzten Zwischenstopp ein. Ein Problem bei der Untersuchung der menschlichen Entwicklung ist vermutlich die Tatsache, dass wir übermäßig von der Aufklärung beeinflusst sind. Wir haben uns zu romantischen Idealisten entwickelt, die glauben, dass Menschen perfektionierbare Organismen sind. Würden wir sie einfach lieben, sie umsorgen, ernähren, stimulieren, hätten wir Frieden auf Erden. Als Evolutionsbiologe weiß ich, dass das Quatsch ist. Die Evolutionsbiologie zeigt uns ganz klar, Organismen haben im Leben nur ein Hauptziel, nämlich sich zu reproduzieren und die eigenen Gene weiterzugeben. Als Entwicklungspsychologe untersuche ich Familien. Mein Interesse gilt der Frage, wie werden wir durch Erfahrungen geformt? Und die Auffassung ist, dass uns früher Erfahrungen formen. Ob das die ersten 5 Sekunden, Monate oder die ersten 5 Jahre sind. Mir wurde klar, die Zukunft ist prinzipiell ungewiss. Warum sollte die Natur also einen Organismus erschaffen, dessen Zukunft dadurch diktiert wird, aus welcher Richtung heute der Wind weht? Wenn sich die Windrichtung ändert, würde alles den Bach runtergehen. Das ist eine Sackgasse. Dadurch erkannte ich, dass wir theoretisch in der Lage sein müssen, variabel auf Umwelteinflüsse zu reagieren. Ich ging davon aus, dass das mehr oder weniger angeboren ist. Ich bin eng befreundet mit Caspi und Moffat. Bevor deren viel zitierte Arbeit über das Zusammenwirken von Gen- und Umwelteinflüssen veröffentlicht wurde, sah ich die Daten. Eine Grafik zeigte, dass Träger eines bestimmten Genotyps, wenn sie misshandelt wurden, eine größere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, antisozial zu werden. Ein Teil der Ergebnisse zeigte, die vermutlich verletzlichen Menschen eines bestimmten Genotyps, die infolge Misshandlung zu erhöhter Aggression neigen, waren die am wenigsten aggressiven, wenn sie nicht misshandelt wurden.
Unter schlechten Bedingungen, genau wie die Risikotheorien vorausgesagt hatten, schienen die Kinder dieses Genotyps also schlecht abzuschneiden. Aber in den wenigen Studien, die auch positive Umweltbedingungen berücksichtigt hatten, also nicht, dass die Eltern wirklich nett waren, die Kinder wurden nur nicht misshandelt. Einfach eine normale Kindheit. Diese Kinder desselben Genotyps schnitten dann deutlich besser ab als die anderen. Babys können schwierig sein. Manche sind nur schwer zu beruhigen. Ich hatte ein solches Kind. Seither frage ich mich, warum es nicht mehr Kindesmisshandlungen gibt. Bei Ihrem eigenen Kind? Bei meinem ältesten Sohn, Daniel. Aber ich sagte immer, wie gut, dass wir ihn haben. Warum? Weil wir mit ihm zurechtkamen. Und an ihm konnte man sehr gut erkennen, wie Familien, wenn sie deprimiert sind oder kein Geld haben, kein Verständnis oder einfach vom Leben überfordert sind, dann könnte man ein solches Kind gegen die Wand werfen, es beschimpfen oder schlagen. Aber was Eltern solcher Kinder nie gesagt wird, ist, dieses Kind stellt vielleicht deine Geduld auf die Probe, aber es ist ein ungeschliffener Diamant. Bei diesem Kind kannst du Spuren hinterlassen. Du kannst seine Entwicklung beeinflussen, weil es sowohl großartige Möglichkeiten nach oben hat, als auch ein Risiko dafür abzustürzen. Das kann ein Segen sein und nicht, wenn Sie so wollen, ein Fluch. Es gibt ein weiteres Konzept, das der Resilienz. Sie und ich sind beide Scheidungskinder. Ich werde ein Psycho, weil ich Risikocharaktereigenschaften habe. Meine Gene, meine Physiologie. Sie? Ich triumphiere. Nein. Es berührt Sie überhaupt nicht. Sie sind, wer Sie sind, egal was passiert. Robustheit. Ja, es sieht so aus, als sei ich verletzlich und Sie sind resilient. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Machen wir ein anderes Gedankenexperiment, in dem wir arme Kinder sind. Aber die Welt verändert sich und wir werden in eine reiche Umgebung versetzt, in der alles im Überfluss vorhanden ist und es jede Menge Möglichkeiten gibt. Plötzlich blüht der Risikotyp auf. Der resiliente Mensch bleibt der, der er war. Resilienz ist also nicht uneingeschränkt gut. Das ist sie nur, wenn etwas schiefläuft. Aber wenn etwas gut läuft, sind sie eventuell nicht in der Lage, davon zu profitieren. So geht die Natur auf Nummer sicher. Wenn etwas schlecht läuft, kommen Leute wie Sie besser zurecht als Leute wie ich. Aber wenn es gut läuft, kommen Leute wie ich besser klar als Leute wie Sie. Für mich ist das ein hochinteressanter und positiver Ansatz, über genetische Veranlagung nachzudenken, weil es das medizinische Modell von krank und gesund oder normal und krank verlässt. Es geht um biologische Varianten. Und es gibt gute evolutionäre Gründe für biologische Vielfalt. Das heißt, es gibt kein perfektes Genom. Es gibt keine perfekte Physiologie des Gehirns. Es hängt vom Kontext ab. Absolut. Damit komme ich zu mir selbst. Ich hatte einen Gentest machen lassen. Und mir wurde gesagt, dass ich jeweils zwei Kopien des Risikoalleles für alles habe. MAOA, Serotonin-Transmitter, COMT, BDNF. Sie sollten also depressiv sein, antisozial. Ja. Und vielleicht wäre ich noch viel schlimmer geworden, wenn ich nicht in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen wäre. Da frage ich mich natürlich, was war in meiner Kindheit positiv? Wenn ich an meine frühe Kindheit denke, dann gab es da diese schreckliche Scheidung meiner Eltern, die sich hassten, seit ich 10 war. Sie konnten nie wieder miteinander reden. Meine Mutter starb, als ich 18 war. Und mein Vater war Alkoholiker. Aber ich hatte auch eine extrem innige Beziehung zu meinem Vater. Ich liebte ihn von ganzem Herzen. Kein Leben ist immer nur wunderbar. Jeder, der ein gutes Leben hatte, hatte dennoch kein perfektes. Es gibt immer Schwierigkeiten. In diesem Sinne muss man sich das große Ganze ansehen. Als ich zwischen 3 und 6 war, fuhr mich mein Vater jeden Morgen auf dem Gepäckträger in den Kindergarten. Es waren herrliche 20 Minuten, in denen wir uns über Gott und die Welt unterhielten.
Manchmal spielten wir eine schnelle Runde Blindschach. Zu dieser Zeit eröffnete sich mir die Welt. Es gibt kein perfektes Leben und auch kein perfektes Genmaterial. Unsere Gene sind nicht einfach gut oder schlecht. Wir alle nehmen einen Platz im Spiel der Evolution ein. Und die Natur hat Verwendung für alle unsere Varianten. Meine genetische Reise war wie ein Blick in meine eigene Maschine zu werfen. Die Informationen in den Genen sind festgelegt. Aber das ist nur ein Ausgangspunkt. Umwelt und Gene können nie isoliert voneinander betrachtet werden. Sie stehen im ständigen Austausch miteinander. Es heißt, dass Gene und Umwelt in unserem Gehirn aufeinandertreffen. Das Gehirn ist plastisch und formbar. Ich habe einen Einblick in die physischen Besonderheiten meines Gehirns erhalten. Und nun das Gefühl, lernen zu können, meine Amygdala zu beherrschen und meinen präfrontalen Kortex zu dämpfen. Ich kann meine Neigung zum Grübeln regulieren, indem ich anders an die Dinge herangehe. Vielleicht kann man seine Persönlichkeit nicht radikal verändern, aber es geht darum, Möglichkeiten zu erkennen und nicht nur Einschränkungen. Sich selbst anders zu verstehen und die Perspektive zu wechseln, kann ausschlaggebend sein. Was für mich wie eine katastrophale Kindheit aussah, wie eine verunstaltete Persönlichkeit und ein anfälliges Erbgut, sehe ich jetzt in einem anderen Licht. Ich werde zweifellos auch in Zukunft Probleme haben. Männer, die mich nicht verstehen, schlaflose Nächte. Aber ich habe das Gefühl, mich jetzt auf biologischer Ebene besser zu kennen. Und dadurch bin ich besser gerüstet. Die genetische Revolution hat gerade erst begonnen. Noch kratzen die Wissenschaftler mit ihren Theorien und Untersuchungen nur an der Oberfläche. Aber was heute noch nach unwahrscheinlich komplizierten Informationen aussieht, wird schon bald ein völlig natürlicher Teil unseres Lebens sein. Welche Auswirkungen wird das darauf haben, wie wir uns selbst sehen? Welche Auswirkungen wird es darauf haben, ein Mensch zu sein?